Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Umweltschutz kann jeder. Es ist später Herbst und wir sollten jetzt schon daran denken, die Vogelfutterstationen neu aufzubauen oder vorhandene zu reinigen und zu befüllen, damit die Vögel schon lange vor dem Winter wissen, wo es was zu holen gibt. Die Aufnahmen zu diesem Video habe ich größtenteils im Frühling gemacht, da ich ganzjährig füttere. Ach ja, und falls irgendwelche Produkte zu sehen sind, die ich nun mal verwende, mache ich unbezahlte Werbung. Und es wäre sehr schön, wenn ihr den Kanal bitte abonniert und auf jeden Fall das Video liked. Dankeschön. Hier ist unsere Vogelfutterstation, die ich nicht nur im Winter, sondern ganzjährig betreibe, mit einer ganz großen Vielfalt. Einmal haben wir hier dieses selbstgebaute, sehr schöne Haus mit einem Schutzdach, damit es nicht reinregnet, und einem Auffangnetz, weil die Vögel nämlich ganz schön rumhauen und ganz schön viel Futter runterschmeißen aus diesen offenen Schalen. Und das fände ich zu schade, wenn das am Boden liegt, aufweicht und die Mäuse das fressen. In unserem schönen selbstgebauten Vogelhäuschen mit Plexiglasscheibe ist Wildvogelfuttermischung. Die kann man auch beim Fressnapf kaufen, in eigenen Schalen oder Taschen oder Tüten. Da muss man auch nicht immer im Supermarkt die angebotenen Plastiktüten mit Vogelfutter kaufen. Hier habe ich das Stangerl mit einem Korken geschützt, damit wir uns selber nicht dran stechen. Das hier sind auf der rechten Seite Haferflocken. Da hängt immer irgendwo ein Hirsekolben dabei. Hirsekolben mögen sie sehr gerne. Die Haferflocken mache ich selber, kaufe günstige Haferflocken und gebe ein bisschen Öl drauf. Und auf der linken Seite daneben sind Erdnussbruch und geschälte Sonnenblumenkerne. Denn Spatzen können Sonnenblumenkerne gar nicht selber schälen. Jetzt mische ich neues Futter für die Vögel vor. Ich gebe Haferflocken einfach in eine ausgewaschene Schachtel. Zuerst nehme ich meistens kernige und dann schütte ich noch ein paar zarte Flocken oben drauf. Und dann gebe ich ein günstiges Bratöl rein. Man kann natürlich Sonnenblumen- oder Rapsöl reingeben, was man möchte. Man kann natürlich auch Bio-Haferflocken nehmen. Ich muss sagen, muss schon ein bisschen rechnen mit dem Geld und nehme also günstige Haferflocken, und die Vögel sind auch günstig glücklich. Früher habe ich das Öl im Topf erhitzt und dann die Haferflocken dazu gegeben, aber eine ältere Dame, die das schon seit vielen Jahren macht, hat gesagt, das ist gar nicht nötig, und seitdem lasse ich das auch mit dem Erhitzen. Ist alles nur Energie, unnötige. Und mischt es einfach direkt miteinander. So, jetzt mache ich das so, dass alle Flocken benetzt werden und nicht das Öl unten in der Wanne steht. Und dann lasse ich es ein bisschen ziehen, bis ich wieder in den Garten gehe und es nachfülle. Und das lieben die Vögelchen besonders im Frühling, wenn sie dann mit Nestbau und so beschäftigt sind. Scheinbar ist es dann die richtige Powernahrung für sie. Ich wickel ein Stück Papier, hier habe ich eine alte Zeitschrift, da drum, damit mir beim Einfüllen die Haferflocken nicht rausfallen. Das klemme ich dann mit einer Wäscheklammer fest. Die ist auch schon ein bisschen kaputt und alt. Und dann versuche ich das so ein bisschen hier in die richtige Richtung zu lenken und schütte das vorsichtig nach. Vielleicht hört ihr die Vögel im Hintergrund. Wir sind ja in der Stadt und haben viel Autolärm. Aber ich höre sie schon ganz deutlich. Die warten schon. Sitzen schon in den Büschen oben und schauen mir zu. Ja,
und jetzt hänge ich es wieder rein, da freuen sie sich. Und was die Vögel selbstverständlich zum Futter brauchen, ist was zu trinken. Und man sieht, ich muss das Wasser sauber machen. Bei der Wasserschale nützt es nichts, sie nur einfach auszuleeren und wieder neu zu befüllen. Die muss ich auch richtig sauber machen. Ich mache das hier mit einem alten Handfeger, dass ich... Oh, der ist schmutzig. Das ist egal. Dass ich richtig diese Rillen sauber mache und eher an den Rand. Noch einmal. Und jetzt ist es besser, jetzt ist sie sauber. Der Vogeltränke haben wir auch ein Dach gegeben, damit es nicht voller Laub fällt. Dann wird es nicht so schmutzig und die Vögel trinken ganz ordentlich. Da muss ich fast täglich nachfüllen. Da hinten geht schon ein Spatz zum Trinken. Sieht man das? Hier habe ich eine Sandschale, auch mit Schutzdach, damit es nicht reinregnet, und Sand zum Baden für die Vögel. Das mögen die nämlich sehr gerne und das brauchen die, damit sie die Milben ersticken. Die schütteln sich da drinnen wie in einem Wasserbad und dann sterben nämlich die Milben ab. Hier habe ich nochmal so eine Konstruktion, einfach eine Stange, ein Dach oben drauf. So einen Pfosten kann man beim Baumarkt kaufen. Und da habe ich dann auch nochmal mit Ringschrauben diese Spender reingehängt, wieder mit Erdnussbruch und Sonnenblumenkernen und Wildvogelfuttermischung. Meisenknödel essen sie auch gerne ganzjährig. Ich bestelle sie im Internet ohne Netz. Das finde ich ganz schlimm. Erstens mal die Herstellung von dem Netz und zweitens mal picken die Vögelchen das Netz auch an und schlucken dann das Plastik. Und oftmals fliegt dann das Plastik in der Gegend rum. Hier ist ein Korb aus Metall, der hält viele, viele Jahre und ist ganz toll. Da können sie sich super dran festhalten und hinhängen, die Vögel, um das zu essen. Diese Futterspender finde ich eigentlich am sinnvollsten. Da fällt fast nichts runter, wenn die Vögelchen dort essen. Und das Futter ist sehr gut geschützt. Und da hinten sieht man, dass ich das kurze Hundehaar angeboten habe zum Nestbau. Und wie man sieht, ist es ganz schön zerpflückt. Die Vögelchen holen sich das. Aber wie gesagt, ganz wichtig, nur Hundefell, das nicht behandelt wurde mit Gift gegen Flöhe oder Zecken. Auch die Nistkisten müssten gereinigt werden oder ihr könnt welche eben schon im Herbst aufbauen, damit die Vögel im Winter darin Schutz suchen können. Nachdem wir diese Kästen aufgebaut haben, haben wir 5 Jahre lang Mauersegler-Gezwitscher aus dem Lautsprecher kommen lassen, bis sich endlich das erste Pärchen eingestellt hatte. Ein paar von den Kästen bewohnen die Spatzen mittlerweile, aber ich bin mir sicher, dass dieses Jahr wieder Mauersegler kommen. Es würde mich wirklich freuen, wenn ich euch animieren konnte, auch den Wildvögeln etwas zu bieten, denn sie haben es wirklich schwer. Sie werden auf ihrem Weg in den Süden und zurück bejagt und finden hier ein wirklich sehr geringes Angebot an Nahrung und auch an Lebensraum. Also seid so gut, schickt mir ein Like, abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter und seid wieder dabei, wenn ich den nächsten Video einstelle. Bis dahin, ciao!